Herzlich willkommen zur 96. Folge von Polyplay mit Felix. Oh. Guten Tag. Ich hätte fast Steuerung alte Fern gedrückt, anstatt Steuerung alt 7 zum Starten der Aufnahme. Schade. Ah. Nicht wieder den gleichen Fehler machen. Verdammt. Schon verkackt. Ich weiß nicht, wieso. Wieso was? Da, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12. Kommt das Signal drauf? Ja, okay, das heißt, ich darf den Bahnhof unten nochmal umbauen. Ich habe die ganzen Signale falsch gesetzt. Glaube ich. Schön. Das Grundstück? Hä? Hier kann... So, verstehe. So, jetzt passen die Signale da hinten. Ach, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Habe ich die falschen Gleise genommen? Oh nein, das ist Felix. Ach so, also habe ich die falschen Gleise genommen. Nein, ich habe gedacht, 80er Gleise. Ich habe doch hier gerade 160er Gleise verbaut. Vor allem 80er, das ist ein 90er. Sieht aus wie 40er. Sechs.
Wirtschaft brummt. Nein. Schildtach. Erweitert um keine Fabriken. Ah ja. Ich finde es immer interessant, dass die... Das verstehe ich ehrlicherweise auch nicht so ganz so. Wie kann denn die Wirtschaft brummen, wenn wir nicht mal irgendwas da haben? Also angeschlossen so. Wäre es angeschlossen, würde ich es ja verstehen so. Aber die stehen nur rum. Da kann doch nichts... Die Wirtschaft nicht brummen. Grundsätzlich nicht, nein. Wenn wir die Gleise jetzt noch einfärben könnte, wäre es mega. Damit du sie schwarz-weiß gefärbt mit pinken Akzenten machen kannst, oder wie? Nein, ich möchte zum Beispiel, ich kippe da jetzt ein bisschen Kot auf die Gleise, sieht schwarz aus, innen drin, weiß ich genau, rote Linie. Achso, so ein Haar, so ein Ding. Schild dann erweitert. So wird es die ganze Zeit weitergehen. Die Textilfabrik ist jetzt dazu gekommen. Super. Die direkt daneben steht. Super. Die hat eine Schafscheune gespawnt, die bei dir ist und will vom Getreidehof das andere Zeug haben. Die tun auch, als hätte ich 3,5 Milliarden auf dem Konto, oder? Ja, aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Du hast die erste Fabrik da vorne gehabt und das wird jetzt alles da spawnen. Komplett alles. Außer du hast irgendwann Glück und es spawnt noch irgendwann mal eine neue Fabrik. Wird nicht passieren, weil ist wir genau... Ist schon oft genug passiert bei mir, aber ja. Ja, der Spawn, das an sich ist, das ist richtig. Aber weil wir halt genau diese... Ach. Geht gleich weiter. Klingt aber nicht so, als würde es gleich weitergehen. Klingt eher so, als hätten wir gleich einen Senioren weniger. Ich glaube, es geht wieder. Bist du dir da sicher? Nee, eigentlich nicht. Oh. Da versteckst du mal jetzt fest. Ich würde fast sagen, das ist die Cola, die gerade in die falsche Röhre abgetaucht ist. Ach, verdammt. Ist denn dann ein Fahrgleis? Das ist das linke, ne?
beim Personenbahnhof ist es das linke, beim anderen ist es, sind es die beiden, die in der Mitte sind. Ja. Na los, komm, mach weiter. Olaf fliegt gerade. Oh ne, stimmt ja nicht. Auch, aber. Wie sieht das falsch aus gerade hier? Aber ich glaube, es ist richtig. Es sieht falsch aus, aber es ist richtig, okay. Wo ist eigentlich dein Postbahnhof? Mein Postbahnhof? Ja, den hast du doch vergessen zu bauen, ne? Den siehst du nicht, das ist der riesen Flughafen. Der ist aber so groß, den siehst du nur, wenn du ganz weit auf der Karte rauszoomst. Der ist nämlich genauso groß wie die ganze Karte, damit ich keine Post transportieren muss. Okay. Aber da brauchst du gar nicht. Okay, ja, er baut. Frage hat sich erledigt, er baut schon. Felix. Was denn? Mach doch ein bisschen schnell, Alter. Ich bin alt, gebrechlich, kann nicht mehr so. Also reden wir jetzt gerade von einem Bett oder reden wir von was anderem? Hallo. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich wollte gerade sagen, bin ich überhaupt im richtigen. 1, 2, 3, 4. Das wäre halt jetzt schon funny gewesen, wenn du jetzt zwei Bahnhöfe fertig gebaut hättest, aber beide im falschen Ding drin warst. Das wäre echt blöd gelaufen dann. Dann tust du aber auch so, als ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört oder so, ne? Ich weiß von gar nichts. Und wenn man es feststellt, was? Oh nein, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Was? Oh nein, das habe ich echt noch nicht gemerkt. Und am Ende wundert man sich, warum der eine Account so viel Geld auf einmal verliert die ganze Zeit, ne? Das kann man ja sehen. Ich muss mal ganz kurz was umbauen. Ich habe bisher alle Schienen über die öffentliche Hand gebaut bei mir. Schade.
aber ich brauche jeden Bahnhof anders, kann das sein? Korrekt. Ist tatsächlich korrekt. Oh. Dann kannst du ja am Ende das System nehmen, was am besten funktioniert hat, ne? An sich ist das eine gute Idee. Nein, verdammt! Jetzt habe ich aber den Bahnhof in der Fallstelle gebaut. Ich habe mich gerade schon gewundert, hä, warum ist der Bahnhof jetzt auf einmal blau anstatt weiß? Schade. Okay, die Übergabe an für sind. Naja, in der Theorie zumindest 3 von 4, ne? Ja, nur der da unten wird ein bisschen schwieriger umzubauen zu werden, weil das halt. Ja. Im laufenden Betrieb ist, mal wieder. Nichts Neues mehr eigentlich? Mhm.
Deswegen könnte das unter Umständen ein wenig doof werden. Meinst du? Oh Mann, nein. Ja, ja, ich habe mich jetzt wirklich Wochen, Monate, Jahre eigentlich schon drum gedrückt. Ich muss in der nächsten Folge. Was musst du in der nächsten Folge machen? Innenstadtverkehr. Was? Was musst du machen? Zwei, vier, sechs, acht Städte, 16, das heißt 17 Linien. Das wären so ungefähr 3,4 Millionen, was die Trams kosten. Das ist doch schön. Ja. Ich muss eigentlich den Bahnhof komplett umbauen. Das war schön. Also so einfach mit Verschieben und sowas geht das nicht. Glaube ich. Aber nächste Folge. Tschüssi Gottski. Tschüss.